Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Clash of Clans. Was wir in der heutigen Folge tun werden, ist, heute ist ja der dritte Teil der Challenge und ja, wer hatte mir das in die Kommentare geschrieben? Ich weiß es nicht, glaubt, das war Augustin. Apropos, er wollte noch, dass ich seinen Clan besuche, das muss ich auch gleich noch machen, aber ich habe mir das nicht aufgeschrieben. Auf jeden Fall werden wir heute ein Only-Kobolden-Angriff machen. Das ist völlig wahnsinnig. Sowas kann man gar nicht gewinnen, aber das ist mir jetzt doch egal. Verliere ich die Challenge, mache eine Bestrafung. Ein gutes. Nun gut. Ich brauche Verstärkung. Ja, ich glaube nicht, dass du Kobolde willst. Willst du Fünfer? Kobolde. Fragezeichen Doppelpunkt D. Ja, der Bjarne hat mich ja gebeten, dass ich seinen Kumpel besuche. Der ist auch bei uns im Clan drin und er hieß Flensen und er war, glaube ich, auf Platz 41, genau. Gehen wir mal rein und gucken uns sein Dorf an. Entschuldigung. Ich bin ein bisschen erkältet. Was kann man zu seiner Base sagen? Also, er hat eine Rathaus Level 7 Farming Base. Die Teslas stehen am Rathaus, damit er wahrscheinlich seinen Gegner trollen kann. Trollen, das ist so ein lustiges Wort. Entschuldigung, ich gehe gleich was trinken. Was kann man zu dieser Base sagen? Die inneren Minenwerfer stehen meiner Meinung nach echt gut und die würde ich auch so lassen. Aber was man hier so ändern könnte, wäre, ich bin am Überlegen. Ich würde mal versuchen, einfach mal so als Test, lieber Flensen, dass du diesen Minenwerfer mit dem Barbarenkönig tauscht. Ja, genau. Dass du den einfach tauscht und so einen Test machst, wie das so klappt, denn ich kann mir vorstellen, dass es das wirklich besser klappt. Sieht ja auch so aus, als wenn du länger nicht mehr online warst. Aber sonst, die Lager sind relativ geschützt eigentlich. Also, aber wenn man mit Bogenschützen kommt, ja, ist auch wieder so eine Sache. Aber sonst, die Base ist eigentlich relativ gut. Nur was mir nicht so sehr gefällt, dass die Magiertürme so weit außen stehen. Also, die stehen zwar paar Gebäude, die den Magierturm schützen, aber ja, das kann kritisch werden. Das kann nicht kritisch werden. Aber sonst, die Base gefällt mir echt gut. Das Dunkle ist sehr, sehr gut geschützt. Die Luftabwehren stehen in der Linie, also so dass sie alles abdecken. Ja, top. Ja, was können wir jetzt gleich machen? Also ich werde jetzt gleich erstmal einen Angriff raussuchen, aber der Augustin hat mich ja gebeten, dass ich seinen Clan besuche und ich werde mir kurz in den Kommentaren anschauen, wie sein Clan heißt. Also bis gleich. Und damit willkommen zurück. Ich habe mir jetzt angeguckt, wie sein Clan heißt und der Clan heißt Flight. OPS. Ich hab's schon ganz vergessen, aber frohes Neues an euch alle. Und wie habt ihr Silvester verbracht? Das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Also ich habe gestern mit meiner Familie in Reda. Dein Clan kommt hier nicht. Ich habe mit meiner Familie also ganz chillig Silvester verbracht, ein paar Raketen hochgeschossen. Dann heute am 1. Januar habe ich da mit einem Kumpel nachgeböllert. Und das war echt witzig. Wir haben so einen Karton gefunden. Wir haben versucht, den einfach anzuzünden. Also wir haben immer Böller reingeschmissen und so lange. Das haben wir so lange gemacht, bis der Karton endlich angefangen hat zu fackeln. Nee, das war so witzig. Okay, Luca. Peace, Digga. Peace. Ja, das war echt witzig. Dann haben wir immer Böller weiter reingeschmissen, um zu gucken, ob die explodieren und sie sind wirklich explodiert. Okay, also, lieber Augustin, du hast mir ja geschrieben, dass dein Clan Flight OPS heißt, aber ich finde darunter nichts. Flight OPS. What the fuck, wieso kommt das? Eher egal. Ist das der Clan? Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich kann den Clan, wenn du wirklich hier drin sein solltest, ich kann nicht alle zeigen, aber ich könnte ein paar aus dem Clan zeigen. Der Boss, Hannibal, Ernest, Jan, The Champ, LOL, Pro, EB, Fantasy, Uguti, Alec, Timo, Anabang, Marv, Sajo, Marcel, Aaron, Josef, Finn, Champion, Danny King, Blutbad, Babo, Ninja, Mini Halva, IHD, der Baba, oh ja. Luke Madrid, Epi Darwin. Scheint sie nicht drin zu sein. Vielleicht bist du auch schon wieder rausgegangen. Auf jeden Fall schreib's mir bitte in die Kommentare, was da los ist. Und dann, wenn du den Clan gewechselt hast, kann ich dich besuchen kommen oder auch. Dann kann ich einen kurzen Ausschnitt aus deinem Clan zeigen. Denn ich lese mir alle Kommentare durch und beantworte die auch gerne, falls ihr weitere Fragen habt.
Ach genau, da habe ich jetzt eine Frage an euch. Und zwar, was könnte ich so in dem neuen Jahr 2015 alles so machen? Ist das umgekippt? Was könnte ich so alles in diesem neuen Jahr 2015 machen? Also an Challenges oder sowas. Jetzt war ja die allererste Challenge auf unserem Kanal, die nicht so gut war, meiner Meinung nach. Da ist es relativ unkoordiniert war und so. Jo. Nee, ja, die hat mir einfach nicht so gut gefallen. Ich brauche bessere. Vielleicht mal gegen die Community oder gegen einen Clan, gegen einen gegnerischen Clan, der dann auch wirklich mitmacht. Ich weiß noch nicht mal. Ich glaube, die meisten aus meinem Clan wissen noch nicht mal, dass ich auf YouTube bin, aber das ist mir auch egal. Ja, ich würde mal sagen, ich greife jetzt auch so langsam an und ich werde wie immer die Gegnersuche überspringen. Bis bald. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Mir ist gerade so ein ganz großer Fehler passiert und mir ist aufgefallen, dass ich nie mit meinem Headset aufgenommen habe, sondern mit dem Laptop, mit dem Notebook-Mikrofon. Das ist mir gerade wirklich zum allerersten Mal aufgefallen. Also ist das jetzt die allererste Aufnahme mit meinem Headset. Ich bin so ein Spast, ey. Mir ist es nie aufgefallen. Und ich habe mich gefragt, wieso es immer so leise ist, wenn ich Wii U Let's Plays mache, weil ich ja weiter vom PC weg sitze und. Oh, Mann, Mann, Mann. Auf jeden Fall, das ist jetzt die allererste Aufnahme mit dem Headset. Also ab jetzt ist das mit dem Headset aufgenommen. Zwar hundertprozentig. Steht hier sogar. Mikrofon vor Gamers, okay. Ja, ich habe gerade den Angriff gemacht mit den Kobolden. Wie man auch sieht, ich habe nur 33% geschafft. Ja, das war einfach so ein Verzweiflungsangriff, weil man nichts mit dieser Taktik erreichen kann. Nichts. Also, only. Boah, das leckt gerade so, weil ich gerade auf. Ah, das. Weil ich aufnehme, leckt das so. Ja, hat nichts gebracht. Das Problem war ja, ich hätte ungefähr 50% schaffen können, aber ich habe ja, meine Queen ist gerade im Ausbau. Wie man sieht, habe ich hier dann meinen Barbarenkönig hingesetzt. Nach einer Zeit. Ja, ab jetzt habe ich den hingesetzt. Upsi. Der hat da noch ein bisschen rumgerödelt, aber viel erreichen konnte er auch nicht. Hätte ich noch die Queen gehabt, dann eventuell, aber sonst. Nun gut, die Challenge ist verloren, also ich wollte euch das nicht vorenthalten. Auf jeden Fall, hier wie man sieht, ich habe hier gerade meine Bogenschützenkönigin im Ausbau. Heute Morgen habe ich die geupgradet, weil ich 46.000 Dunkles hatte. Wie man auch sieht, habe ich schon wieder 15.000, obwohl ich die Queen heute Morgen erst in den Ausbau geschickt habe, aber, joa, das ist relativ cool. Boah, jetzt nehme ich zum allerersten Mal mit einem Headset auf, ich bin so ein Spast, ey. Nun gut, was soll man machen? Aber das Headset scheint ja relativ gut zu sein, da ist auch kein Rauschen und so. Und ich habe mich gefragt, woran das die ganze Zeit liegt. Ich bin so ein Spast, jetzt mal ganz ehrlich. Aber nun gut, kann man nichts machen. Ich bin froh, endlich wieder normal anzugreifen, denn ich habe schon seit 2 Tagen diese Goblin-Style im Armeelager. Jetzt werden wir ein bisschen nachproduzieren wieder mit Bartsch. Bartsch ist die beste Taktik, meiner Meinung nach. Es gibt ja auch gute Taktiken. Zum Farmen, die Lazy Farming Taktik finde ich ist noch eine gute Taktik, aber sonst benutze ich überhaupt keine. Naja, in den Clan kriegen ist das ja was anderes, aber ich will jetzt mal was nachgucken und zwar, der hat mir 1700 Dunkles abgezogen. Verdammt, der ist online. Wegen, den will ich blitzen. Guckt euch sein Dunkles an. Rappelvoll, also da kann ich einiges holen. Vielleicht sogar mehr als 1700. Der hat schon mächtig wehgetan. Wirklich sehr mächtig. Boah. Ah ja, wie sieht's aus mit Mario Kart? Also Mario Kart wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen kommen. Da ich ja in den letzten Tagen keine Zeit hatte wegen Silvester und so, dann war ich nicht zu Hause. Nun gut, ich würde sagen, das war's dann auch für die heutige Folge. Ich wünsche euch weiterhin ein frohes neues Jahr, viel Erfolg in eurem Leben, viel Gesundheit, etc. etc. Bis zum nächsten Mal. Ciao.